Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass bei uns da irgendwie Männer heulen werden. Ne. Wow. Hier, so viel kommt gerade ab. Boah, das ist gerade zu krass. Weint er wieder? Das ist ja wirklich jetzt richtig kurz. Rot. Du weißt, ich kann keine Haare schneiden, ne? Guten Morgen! Wollen wir gerade gucken, wie schön scharf die sind, aber die sind richtig schön scharf. Ist jemand von euch überhaupt nervös oder habt ihr alle so richtig Bock auf den heutigen Tag? Ja, ihr habt Bock? Ja. Bock. Ja, geht so. Ami? Hin und her gerissen noch. Da kommst du die Schere. Pain. Niemand darf eigentlich meine Haare. Hör mal, da hast du aber richtig Haarspray heute Morgen reingeknallt, ne? Ja, vielleicht, um noch mal so ein Statement zu setzen. Noch mal vorher? Ich kann nicht mehr. Also, der Tag wird lang werden. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt, oder? Das große Umstyling. Schnell für die Stadt. Ich freue mich total auf das Umstyling. Es war wirklich mein Traum, wirklich, seitdem ich einfach ein Kind bin. Es ist halt iconic, überhaupt hier zu sein. Stimmt. Das ist halt die Folge. Ich finde es so lustig, wie ich immer vor dem Fernseher saß und immer gesagt habe, heul nicht rum, ja, wegen ein paar Haare. Und jetzt sitze ich hier und bin so, ja, sind man das selbst. Die bockt's nicht. Armin, du bist so leise, das kennt man gar nicht von dir. Alles gut? Erst am Analysieren, ein bisschen. Ich bin gerade ganz bei mir so. Ich meditiere innerlich so. Und ich würde mir an deiner Stelle noch mal so ein bisschen mehr durch die Haare greifen. Guck, wie sie lacht. Guck, wie sie gehässig lacht. Richtig die Schadenfrohe. Stell dir mal vor, er kriegt Glatze und macht trotzdem den hier. Ich glaube, die Jungs sind heute viel aufgeregter als wir Mädchen. Aber wir haben ja präventiv gehandelt und einen Stressball mitgenommen. Und Armin nutzt ihn auch schon gut. Ja. Schaut. Ich bin 0,0 aufgeregt. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was die beiden da gerade geäußert haben. Am Ende weint ihr drei und keiner von uns gern. Schadenfreude. Ja, und Bocco. Ich weine gar nicht. Nicht, wenn mein Bruder rausfliegt, weine ich. Ich nicht? Nein. Wir sind nicht so emotional. Doch, sind wir schon, aber halt ohne Tränen. Aber halt innerlich, ohne Tränen halt einfach. Ich glaube, heute machen tatsächlich Jungs sich am meisten Sorgen um ihre Haare. Die sind so eitel, was das angeht. Wo es wirklich nach 3 Monaten irgendwie nachwächst, dass die so super viel Probleme damit haben, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber es ist halt lustig zu beobachten. Okay, we're gonna start. Oh, you're gonna start. I just gotta remember which girl it is. The other one. That's me. Yeah. 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 Ich weiß noch nicht, wie ich das finde, dass ich beim Umstyling auserwählt wurde. Ob ich Vorfreude habe oder ein bisschen Angst. Wahrscheinlich ist es so eine Mischung aus allen Gefühlen, die man irgendwie haben kann. I'm very excited. Are you? Yeah. That's good. I'm so used to having girls crying. Please don't cry. No, I'm not crying. You're in good hands. Yeah, I know. Wenn man schon die Haare geschnitten bekommt, dann von Wendy. Ich meine, sie schneidet selbst Heidis Haare. Also ich glaube, man kann sich schon geehrt fühlen. Hello, I'm Wendy Isles. I've been working with Heidi for 10 years now. Guck mal, welch eine Ehre. Das ist die Stylistin von Heidi Klum. It's always fun to do them. Ich höre dieses Geräusch, das ist so krass. I mean, it's also a little disturbing. Oh my God. You have girls crying as well, so there's the emotional issue. Even I take that in. Dabei gibt es keinen Grund, besorgt zu sein. Wendy Isles ist eine der gefragtesten Hairstylistinnen. Nicht nur ich vertraue ihr, sondern auch viele andere Prominente. Jetzt merke ich, dass mein Herz so langsam richtig anfängt zu schlagen. Irgendwie fühle ich mich immer mehr verunsichert, weil alle so gucken und alle Blicke auf mir sind. Das glaube ich. Mhm. Und Heidi jetzt auch noch kommt. Oh, yeah. She has a good face. Yeah, she has a really good neckline too. Perfect face for what we're doing. Yes. Wir haben wirklich was richtig Cooles uns überlegt für dich, ja. Ich bin gespannt.
Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Heidi es ein bisschen rauskitzeln möchte aus mir. Gerade wenn ich das Feedback bekomme, more personality, dass ich dann schon ein krasseres Umstyling bekommen könnte. Okay. Oh mein Gott. Leute, es sind meine Haare, nicht eure, okay? Entspannt euch. Als Wendy dieses Messer rausgeholt hat und ich dieses Geräusch gehört habe, dieses Ritsch, Ritsch, Ritsch. Ach du Scheiße. Ich war in dem Moment so perplex, dass ich irgendwie gar nicht reagieren konnte. Weder traurig, noch happy, noch irgendwas. Hier, so viel kommt gerade ab. Ja. Ah ja. Falls ihr dir das angucken wollt. Danke, Heidi, das ist so nett von dir. Ich weiß, ich bin äußerst nett. Wo sind denn jetzt die Zwillinge hin? Wo seid denn ihr hin, ihr zwei? Wo geht ihr denn hin? Wir müssen aufs Klo. Also ich schätze mal, wir werden eine lange Zeit sitzen. Ach so, ihr geht beide aufs Klo auch immer gleichzeitig auf? Er hat was getrunken, ich habe was getrunken. Wir müssen beide aufs Klo und werden wahrscheinlich beide auch relativ lang sitzen. Auf dem Klo werdet ihr lange sitzen? Nein, hier. Na gut, dann lauft mal dahin, wo ihr hinlaufen müsst. Lustig, ne? Die gehen auch zusammen auf Toilette, ne? Die sprechen auch manchmal gleich. Das ist manchmal ein bisschen gruselig. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Umstyling. Ja. Außerdem sind wir die einzigen drei mit Armin zusammen, die Umstyling bekommen. Oh mein Gott. Manchmal bin ich auch verunsichert, wenn ich denke, ah, jetzt habe ich den Bogen raus, jetzt weiß ich, wer ist. Dann will ich noch, kannst du mich noch mal angucken? Das wird sich heute schnell ändern. Okay. Wir werden das vereinfachen heute. Ich muss euch jetzt mal ein kleines bisschen befummeln. Aha, aha, aha. Ich glaube, ich habe zwei Wirbel, mein Bruder hat einen oder sowas. Stimmt. Wir sind irgendwann einfach gekommen. Ich muss jetzt mal gucken von vorne, euch beide. Kann es sein, dass dein Gesicht ein ganz kleines bisschen weiter ist und deins ist ein ganz kleines bisschen schmaler, ne? Man sieht auf jeden Fall Unterschiede. Leute, die uns auch länger kennen, erkennen es wirklich am Gesicht so. Fangen wir mit der Farbe auch an hier, ne? Ich hoffe, dass das Blond wegkommt. Was ist denn jetzt, wenn da einer was anderes bekommt? Es wäre natürlich schon krass, weil wir das noch nie hatten. Das ist halt so irgendwie unser Branding, dass wir halt gleich aussehen. Und es ist halt schon wichtig, irgendwie auch die gleiche Frisur zu haben. Ich denke mir, irgendwie ist es gut, wenn ihr ein bisschen eigenständiger seid und nicht immer nur als Doppelpack. Weil im Moment gibt es 100% Verwechslungsgefahr. Ja, ja, und ja. Die wird es vielleicht danach nicht mehr geben. Ja. Dass wir nicht gleich aussehen werden, ist natürlich ultra ungewohnt. Aber ich bin mal einfach gespannt, welchen Look und welche Farbe und so wir bekommen werden. Es tut nur weh, dieses Bleachen. Ich weiß, ich riech's auch und es tut so weh irgendwie auf der Kopfhaut. Es brennt viel heftiger als damals. Entspann dich doch einfach. Es brennt heftiger als damals. Er meint, es brennt. Es brennt brutal. Er meint, es brennt. Es brennt. Das kann nicht sein. Wir arbeiten hier ganz mild. Okay, okay. Ganz mild. Guck mal, ich sag dir noch mal was. Entspann dich einfach. Entspann dich doch mal, Mensch. Was haltet ihr denn davon, wenn ich heute mal vielleicht die Frisur schneide? Hier in den Locken, da verspielt sich das so ein bisschen, die Fehler, die ich dann mache. Die Locken werden danach nicht mehr sein. Jeden Schnitt, den du machst, dann ich versuch's einfach mal. Also, dass Heidi eine von uns die Haare persönlich schneidet, ist es angsteinflößend so ein bisschen, weil ich weiß nicht, ob sie jemals Haare geschnitten hat. Ja, aber erst färbt er mal, ne? Ja. Dann komme ich wieder mit der kleinen Schere. Also mir geht's eigentlich ganz gut, nur brennt meine Kopfhaut ein bisschen. Aber es brennt gerade echt. Aber es sollte schon funktionieren, also ich kann gerade nicht reden irgendwie. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.